3.500 Euro, das Highbike Full 9. Hier steht es jetzt und das Besondere ist, es ist lieferbar. Heute am 16. September 2021 ein absolut gefragtes Modell, weil wir haben hier in Fully für knapp über 3.000 Euro für 3.6 und das wollen die Leute haben. Genau, das wollen die haben. Und der Motor ist 70 Newtonmeter. Wir haben hier den Yamaha PWST und nicht wie bei Giant oder anderen Herstellern den PWTE, der schwächer ist. Also vielleicht haben die den ja auch, ja, aber da bei dir ist genau. Der ST drin. So. Genau. Bei uns, aber bei Highbike ist das ST drin. Nächstes Jahr baut Highbike bei dem Nachfolger auch leider TE drin, aber Im Moment ist noch ST drin. Im Moment ist Gott sei Dank noch ST drin zu dem Preis. Merkt man das den Unterschied? Du merkst es schon, also das ST hat ja 10 Newtonmeter mehr und es schiebt einfach mehr. Und beim Mountainbike bist du schon einen starken Motor. So, jetzt ist die Frage, ja, ich meine, ich kann immer mehr Geld ausgeben, aber hier kriege ich für 3,5 ein tolles Rad. Ja, auf jeden Fall. Auch mit 29er Bereifung, das heißt schöne Laufruhe, gutes Überrollverhalten, perfekt fürs Gelände. Ja, ja, das ist auch handelbar. Ja, wir machen heute mal im Schweinsgalopp ein bisschen einen Durchgang, denn das Wichtige ist nicht nur, ihr habt Fahrräder reinbekommen, sondern ihr könnt fast alle Rahmengrößen im Moment liefern. Ja. Die sind auch jetzt gekommen. Farbe Grau steht ihm unglaublich gut. Mit ein bisschen orangen Akzent, ja, kommt dieses Jahr sehr, sehr gut an, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Alu? Es ist ein Alurahmen. Wie du schon sagst, das ist so der Highbike-Rahmen. Man sieht noch den Highbike-Buckel, haben wir die beibehalten, auch beim neuen Rahmen. Und nächstes Jahr werden sie den auch beibehalten. Das ist so ein Markenzeichen von Highbike. Bei der Federung haben wir eine Stahlfederung von Santur mit 100 mm Federweg, die XCM34. Ist da die Feder zu tauschen? Geht das? Die Feder kannst du tauschen, also man kann die Gabel noch zur Wartung schicken. Ja, also das ist so eine Allround-Gabel, sage ich jetzt mal. Eine Allround-Gabel, die funktioniert wunderbar. Also wenn man halt zu dem Preis auch eine Luftfederrabel reinmacht, dann sind die Dichtungen so schlecht, dass eine Luftfederung einfach bei der Preisklasse gar keinen Sinn macht. Und dann ist die Stahlfeder einfach besser. So, hier hinten habe ich einen Dämpfer drin. Was ist das für einer? Das ist ein Santur Edge-Dämpfer. Auch mit, ich gehe von 100 mm Federweg. Wir haben ja auch noch Druck- und Zugstufeneinstellungen. Mit dem blauen mache ich die Druckstufe, beziehungsweise einen Lockout. Und ja, mit dem roten kann ich drehen, wie schnell oder langsam er wieder ausfedert. Also auch da haben wir Anpassungsmöglichkeiten. Ja, und ich habe natürlich einen Intypo-Akku hier drin. Der, ich meine, der hat sich jetzt durchgesetzt. Es gibt gar keine Mountainbikes mehr, oder? Das stimmt nicht. Also Firma Raymond macht noch On-Tube und auch viel, bei vielen Trekkingrädern, weil viele wohnen einfach in der Wohnung und die müssen den Akku einfach schnell abnehmen und laden. Das ist dann, dieser Intube-Akku ist ein bisschen problematisch für die und viele stehen ja dazu, E-Bike zu fahren. Manche wollen es verstecken, manche wollen halt alles Dings, aber der Intube-Akku, der wird weiterhin bestehen bleiben, halt nicht mehr in der großen Stückzahl, wie wir es von den letzten Jahren kannten. So, wenn ich aber jetzt sage, ich will später eine Luftfeder haben, da habt ihr andere Modelle von Highbike, die da sind. Klar, wir haben den 5er, 6er, wir haben auch andere Modelle, man kann ja auch eine Luftfederung nachrüsten, aber lohnt sich nicht. Das Fahrrad ist für jemanden, der überlegt, ein Hardtail zu kaufen für 3.000 Euro und dann sagt er, okay, ich bezahle dann 3,5, weil ich fahre nicht so viel und kaufe dann einen Fully, wo ich dann einfach mehr quasi Komfort habe. Du bist gerade vorbeigelaufen, wir zeigen es nochmal gerne. Viele fragen nach einem Ständer, der neue Highbike-Rahmen, also die zumindest, da macht man die Kappe ab und da würde auch ein Ständer reinpassen. Da kann man den Fully auch mit dem Ständer nachrüsten. Endlich, sage ich jetzt mal. Ich habe meinen Ständer wieder abgeschraubt, muss ich sagen, aber es geht. Eine Bremsanlage, wie viele Kolben? Das sind zwei Kolben, eine klassische Bremsanlage von Shimano. So, die habe ich übrigens, ich habe eine Tektro-Bremse habe ich im Einsatz mit zwei Kolben. Geht ja ganz hervorragend, muss ich sagen. Also klar, man will dann vier Kolben haben, weil das besser ist wie zwei, aber damals wurde mein Fahrrad ausgeliefert nur mit einer Zweikolben-Bremsanlage. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, es reicht vollkommen aus. Also für die meisten Fahrer reicht das. Wenn man aber dann extrem fährt und sehr viel bergab fährt, dann ist einfach standfest, oder? Genau, hält einfach länger, hat eine bessere Bremswirkung. Wichtig ist aber, dass die Bremsscheibe nicht zu heiß wird. Ja? Dass man sie, also ich glaube oft, das Hauptproblem ist ja nicht die Bremsanlage, das sind die Leute, die sie bedienen, oder? Ja, also man sollte immer wieder Pausen machen zwischen den Bremszyklen oder mal ein bisschen abwechseln, vorne und hinten bremsen, dass eben nicht die ganze Zeit eine Bremse durchgezogen ist, weil dann verglasen die Bremsbeläge. Nicht so schön. Die Scheibe wird weich und dann funktioniert das alles nicht mehr und es stinkt. Was viele nicht wissen, die Deore ist sogar in weiten Teilen kompatibel mit der XT. Sogar, ich sag mal, man kann sie teilweise austauschen. Es ist, ich sag mal, schon die gehobene Schaltung, aber ich sag mal noch nicht das High-End, da gibt es noch zwei drüber, aber eine klasse Schaltung. Ne? Genau, also es ist nicht die günstigste, aber man hat eben schon wirklich was für sein Geld und es funktioniert auf Dauer auch.
nur der Einstieg im professionellen Bereich. Und du siehst, bei diesem Fahrrad hat der Hersteller jetzt auch nicht gespart. Ich mache einen Acera rein, ne, weil es nur 3,5 kostet. Nee, ich mache den Einstieg im professionellen Bereich schon ruhig rein. Die Diore, ja. Die Diore. Die funktioniert wunderbar. Natürlich gibt es hier mal Luft nach oben, aber die Diore funktioniert wunderbar. Das Ganze ist auch abschließbar, das sieht man hier. Hier vorne habe ich dann das große Bediendisplay. Hat der eine Automatik eigentlich, so eine ja, Schalter? Hat er auch. Ich kann es gerade mal zeigen. Einmal kurz drücken, dann fährt das ganze System hoch. Und wenn ich jetzt lange die obere Taste drücke, dann erscheint hier ein A für Automatik und dann wählt er die Unterstützungsstufe automatisch, je nachdem, wie doll ich reintrete oder wie steil gerade das Gelände ist, dann aus. Man muss nicht immer hoch und runter schalten. Sehr schön. Licht hat er keins, das kann man nachrüsten, aber es hat was ganz Besonderes. Es hat einen Multifunktions-Rail in der Mitte. Da kann ich ganz viel Zubehör reinmachen. Zum Beispiel, was konnte ich reinmachen? Viele machen ein Schloss rein, einige machen eine Trinkflasche rein, aber eigentlich kann man da alles reinpacken. Genau, wenn du das mal gerade zeigst, da ist in der Mitte ist ein Gummi drin, gell? Genau, hier man sieht schon, ist da ein bisschen schwierig rauszufummeln, aber hier unten. Ja. So, und das kann man abschneiden, wie man will. Genau. Und da gibt es entsprechende Einsätze, wo ich dann später was reinschrauben kann. Genau, und das sind einfach kleine, wie du schon gesagt hast, Einsätze mit zwei Schrauben. Und den Rest von der Gummileiste kann ich danach einfach wieder reinkleben und dann sieht das alles schön geschmeidig aus. So, also das heißt ordentliches Rad, wenn man jetzt mal alles addiert, das hier, weil die Leute sich dauernd beschweren, ja über 3000 Euro, das sind ja 7000 Mark und so, aber das hier ist ein richtiges Fahrzeug. Wir haben also hier eine Fahrzeugelektronik mit drin, wir haben einen Akku drin, wir haben eine hochwertige Bremsanlage, wir haben Elektronik mit drin. Das ist, ich sag mal, das ist vom Fahrrad relativ weit weg. Genau so ist es. Und du musst auch sehen, viele Leute, die so ein Fahrrad kaufen, die sehen es auch als Autoersatz. Heißt, die wollen dann das Auto ein paar Tage oder für ganz daheim lassen und einfach zur Arbeit mit dem Fahrrad pendeln. Und wenn du rechnest, was du bei einem Auto verlierst in einem Jahr an Wertverlust, dir brauchst du ja nicht zu erzählen. In deinem Kanal wird ja viele Autos gefilmt. Dann ist das Fahrrad eigentlich super günstig. Ne? Und ich habe ja Wohnmobile, die haben ja, die gewinnen ja an Wert. Die gewinnen ja an Wert momentan, genau wie Fahrräder. Aber generell, die Zusatzkosten für so ein Auto sind einfach, wenn man es mit einem Fahrrad oder E-Bike vergleicht, einfach sehr hoch. So. Mein Fahrrad ist immer noch günstig. So, Ankündigung. Also, wer ein solches Fahrrad haben möchte, ihr habt alle Rahmengrößen da im Moment? Bei dem Full 7 haben wir alle Rahmengrößen da. Bei dem Full 9 sind wir in XL ausverkauft. L, M und S ist noch da. So. Full 7, Full 9, der Unterschied. Hier sind 29er Reifen drauf. Beim 7 sind 27,5er. Genau. Sonst kein Unterschied. Genau, sonst kein Unterschied. Viele fragen, was nehme ich? Also, 29er laufruhiger, wenn ich mehr auf der Straße fahren will oder sehr groß gebaut bin, nehme ich vielleicht eher 29er. Und für jemanden, der sagt, hier, ich will extrem wendig, ich will im Gelände fahren, dann nimmt er halt 27,5. Ich habe 27,5, steht mir ganz gut. Deine Entscheidung, was fährst du? Ich würde eher 27,5 fahren oder vielleicht bei den Husqvarna-Modellen eine Mixbereifung. Hat man beide Vorteile in einem. Ihr habt ja ganz viele Marken. Die Anzahl der Marken, die hast du jetzt alle auswendig gelernt und kannst die wie bei der Hitparade runterlabern. Ah ja, wir haben ja die ganze Axel-Gruppe, das heißt Lapierre, Heiberg, Vinora, Ghost und dann haben wir Pira E-Mobility-Gruppe, das heißt Husqvarna, Raymond. Dann haben wir Pon, Focus, Kalkoff haben wir auf Lager, was haben wir noch? Morrison Falter haben wir, Woom, Pucki bei den Kinderrädern. Bei Mountainbikes haben wir jetzt Moonraker reingenommen, Santa Cruz reingenommen, Focus Giant haben wir noch. So, ihr habt jetzt über 1000 E-Bikes vorrätig, über 1000 heute am 16. September. Kennst du irgendeinen Händler in der Größe, der so viele Räder hat? Hab noch keinen kennengelernt. Gut, du hast ja eh genug zu tun, aber das ganze Lager ist voll. Jeden Tag kommt Ware neu, oder? Es kommt zu viel. Es ist zu viel da. Sind die Leute, gut, ihr habt unglaublich viel vorgeordert, das haben wir vorher gewusst. Jetzt war es aber so, du wusstest nicht ganz genau, wann es kommt. Ja? Und die Leute sind ganz fasziniert, dass sie hier Sachen sehen, wo andere Händler sagen, naja, du musst jetzt mal fordern und so weiter. Ihr habt es vorrätig. Wir haben es vorrätig. Und ich muss sagen, wir haben auch sogar für 2024 bestellt. Bei zwei Herstellern. Ja, bei zwei Herstellern haben wir für 2024 schon bestellt. So. Also die Vorlaufzeit geht schon Richtung 2 bis 2,5 Jahre in der Fahrradbranche. Also wenn ich ein Fahrrad suche, ich komme hier vorbei, ich werde fündig, oder? Du wirst fündig und wenn du konkret am Fahrrad suchst, was wir da haben, wirst du auch fündig, aber wenn du irgendein Fahrrad suchst, konkret, was wir nicht auf Lager haben, müssen es bestellen, dann wird es super schwierig so. Bei jedem. Das ist bei jedem so, aber du hast unglaublich viel, du hast ganz große Größen, ganz kleine Größen, mein Sohn ist 1,56 Meter, da hättest du was. Jede Menge da, genau, ja, habe ich jede Menge da. Also bis 2 Meter, wir haben sogar XXL Fahrräder da mittlerweile, für jemanden, der 2,10 Meter ist, haben wir was da. Du hast auch Fahrräder da für ganz schwere Leute, hast du auch? Ganz schwere Leute, 180, 190. Habe ich alles da. Zeig das mal gerade, ja, dass ich das mal sehen kann. Ich habe aber 10 Kilo abgenommen. Das ist Majid Park, stimmt. Genau. Du bist unglaublich schlank geworden. Unglaublich. Also ja, wenn die Leute so die Videos verfolgen, die werden es merken. So, demnächst 100 Jahre wann?
In 2 Jahren. In 2 Jahren, ja. Switchbike Bornemann in Gießen, deine Rufnummer. Wenn einer Fragen hat, was alles vorrätig ist. Entweder E-Mail info@switchbike.de oder 0641 34 393. Sollten wir nicht drangehen ans Telefon, bitte dann 10 Minuten später nochmal versuchen, weil manchmal ist bei uns echt die Hölle los, auch wenn wir jetzt Herbst haben. Ja, es ist so, ja. Und es gibt ja kein Fahrradwinter mehr. Hier ist es das Highbike. Full 9. Und ja, 4. Und es ist vorrätig. Und hier steht es in Gießen, mitten in der Fußgängerzone sind wir hier. Wie ist der Name von dem Center hier? Wie heißt es? Katharinengasse nennt sich das Ganze. Katharinengasse, ja. Da, ich glaube, hier tanzt auch der Bär, oder? In der Katharinengasse. Ab und zu mal, ja. Tschüss, danke fürs Einschalten.